In dieser Partitur werden die beiden obersten Stimmen von Klarinette und Trompete in B gespielt. Die Instrumente sind hier klingend notiert, sodass wir als Dirigent oder Partiturleser die Stimme leicht lesen können. Die beiden Blasinstrumente gehören zu den transponierenden Instrumenten. Wir wollen die Stimmen jetzt für B-Instrumente notieren, sodass der Klarinetten- und Trompetenspieler sie korrekt lesen können. Dazu wechseln wir zunächst ins Mustersystem, wählen die beiden Bläserstimmen aus und stellen auf der Registerkarte Klang Folgendes ein. Dieses Instrument transponiert nach unten um eine große Sekunde. Wenn wir das Stück nun anhören, klingt es schief. Also müssen wir nun die beiden Bläserzeilen um eine große Sekunde nach oben transponieren. Wir markieren die ganze Partitur Wir wählen Transponieren und schalten mit einem Klick auf dieses Auswahlfeld den Transpositionsfilter ein. Jetzt nehmen wir alle Instrumente heraus, bis auf Klarinette und Trompete. Wir transponieren mit Tonartwechsel um eine große Sekunde nach oben.